Auch wenn mir YouTube dieses Video sofort demonetarisieren wird, weil geschichtliche Aufklärung, vor allem im Bereich Holocaust-Gedenken, ist ja zutiefst werbeunfreundlich. Der Mensch ist keine Nummer. Der Planet Sushu Ho von Barbora Spital Nikova. Ich befinde mich auf dem Planeten Susu Ho. Wir schreiben das Jahr 2943. Stahl, Scherge, ein Diktator, trachtet nach der Weltherrschaft. Er beherrscht bereits zwei Drittel des Planeten. Doch dort, wo er herrscht, verliert der Mensch seine Identität, hat keinen Namen mehr, nur eine Nummer, je nach Alter und Würde. In einem von Diktator beherrschten Land lebt ein Wissenschaftler und Historiker. Dandini, dessen Forschungen über die Geschichte der Menschheit 1000 Jahre zurückreichen. Seine Nummer ist 81931647. Daraus ist ersichtlich, dass er ziemlich hoch eingestuft wird. An seinem Tisch sitzt ein kaum 16-jähriger Bursche, dessen Registrationsnummer ist 10013200001. Meister, erklären Sie mir doch bitte, wie dieser Diktator auf den Einfall, die Weltherrschaft zu erringen, gekommen ist. Kein Mensch hat das Recht, die Welt zu beherrschen. Du hast recht, Ines. Aber niemand kann ihn davon abhalten. Wenn jemand gegen ihn wäre, könnte er ihn militärisch nicht besiegen. Nur der hat eine Chance, der sich der Psychik bedient. Ich kenne diesen Gedanken, aber ich bin schon zu alt, um etwas durchzusetzen. Ich werde dir aber eine Geschichte erzählen. Besser gesagt, ein Kapitel aus der Geschichte der Menschheit, das sich 1000 Jahre vor uns auf dem Planeten Erde abgespielt hat. In einem gewissen Land brach etwas aus, was der Zweite Weltkrieg genannt wurde. Ein Diktator namens Adolf Hitler trachtete auch nach der Weltherrschaft. Von ihm will ich aber nichts erzählen, sondern nur von einem Bruchteil seiner Taten. Mit Hilfe eines Computers können wir uns nach Böhmen versetzen, auf die Festung Theresienstadt. Der Meister ging zum Computer und setzte seine Erzählung fort. Im Jahre 1780 wurde die Festung Theresienstadt gegründet, um Böhmen vor den Einfällen der Preußen zu schützen. Diese Festung wurde zwischen 1941 und 1945 von Hitler missbraucht. Er verurteilte die Juden und verstieß sie aus der Gesellschaft. Verschiedene Verbote und Repressalien liefen im Jahr 1941 auf die verschiedensten Verbote und Repressalien. Im Jahr 1941 auf die erste Deportation von Juden nach Theresienstadt hinaus. Theresienstadt sollte als jüdisches Ghetto dienen. Nach außen hin sollte die Stadt den Anschein einer freien Stadt machen, wo Menschen ein neues Leben beginnen könnten. Etwas in diesem Sinn wurde den abfahrenden Juden eingeredet. Sie verließen ihr Heim mit einem Lächeln auf den Lippen. Für viele war es auch das letzte Lächeln. Nach der Ankunft in Theresienstadt erwartete sie etwas ganz anderes. Sie waren plötzlich Häftlinge und litten unter grausamsten Bedingungen. Es herrschten Wasser- und Nahrungsmangel. Im September 1942 fielen auf einen Häftling 1,5 Quadratmeter Raum. Ein Bericht vom 30. August besagt, dass drei Kinder geboren wurden und dass 80 Menschen starben. Theresienstadt war aber für die meisten Juden nicht die Endstation. Transporte gingen in weitere Konzentrationslager, wo sie der sichere Tod erwartete.
Die Gesamtbilanz des Ghettos war folgende: 150.000 Menschen wurden nach Theresienstadt deportiert. 37.000 starben direkt in Theresienstadt. 87.000 wurden einer weiteren Liquidierung überantwortet. 200 Kinder wurden in Theresienstadt geboren. 10.000 Kinder in weitere Konzentrationslager verschickt. 200 Kinder überlebten. Ich glaube fast, dass du weißt, was zu tun ist, damit sich so etwas nicht wiederholt. Ich wünsche dir viel Glück. Ines saß da und rührte sich nicht. Dann erhob er sich und kratzte mit Sorgfalt seine Registrierungsnummer aus seinem Ausweis. Im Jahr 2943 gründete er eine Partei gegen alle Nummern. Diese Partei gelang es, den Boden unter dem Thron des Diktators zu untergraben. Im Jahr 2947 wurde Stahlscherge verhaftet und zu Tode verurteilt. Die Länder, in denen er regiert hatte, wurden wieder frei. Dank einem Wissenschaftler und einem Freund gelang es, eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Wir wollen hoffen, dass uns nicht dergleichen geschieht. Wie immer jetzt eine kurze Minute Gedenkpause, Schweigeminute zu dem Anlass. Ich bitte darum, die einzuhalten, auch von eurerseits. Ja, los geht's. So, ja, und dann bedanke ich mich dafür, für das Zuhören, für das Lauschen der Vorlesung und überlasse es euch, wie immer in den Kommentaren, das Urteilen. Ja, gehabt euch wohl.